Scheine für Vereine. So, heute geht's, wie man unschwer erkennen kann, um Tennis. Wir sind hier bei den Sportfreunden in Dornstadt und die haben hier mittendrin in der Turnhalle, können die sogar Tennis spielen. Das ist ja irre. Neben mir ist der Gregor Kecht. Was genau wollt ihr euch jetzt anschaffen? Ja, also ein Plan ist jetzt erstmal, das macht alles unsere Jasmin. Ja. Jasmin, wer ist Jasmin? Jasmin ist unsere Trainerin. Jasmin, komm doch mal mit dazu. Also so eine schöne Frau muss auf jeden Fall ins... Hallo Jasmin, muss auf jeden Fall ins Bild. Jasmin, was hast du schon alles gewonnen? Du siehst so aus, als ob du Angelique Kerber mal locker das Wasser reichen könntest. Nee, das ist leider nicht so. Ich spiele nur beim VfB Ulm, aber wir spielen recht hoch. Also das ist... Ja, und für die Kids mit dem Training ist es eigentlich ganz gut, denen ein bisschen was beizubringen, einen Fortschritt zu sehen. Ja. 500 Euro hatten wir gerade gesprochen. Ihr wollt es für was ganz Spezielles anschaffen. Ich habe sehr, sehr gute Connections zur Sparkasse Ulm. Der Herr Schuler, der steht so ein bisschen im Hintergrund, das muss aber gar nicht sein. Der soll mal mit zu uns kommen, ne? Bitte nehmt euch den Check ab. Scheine für Vereine.